Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es unten schon sehen könnt, heute kommt endlich das lang ersehnte große Winter-Update. Es wird wahrscheinlich eine Menge neue Sachen geben im Spiel. Wintermap, Winter-Challenges. Rein theoretisch wäre ja heute auch der nächste Season-Start, wäre sie nicht verlängert geworden. Deshalb können wir eventuell vielleicht mit einer Battle Pass-Erweiterung rechnen. Bin auf jeden Fall extrem gespannt. Dazu wird natürlich nachher noch ein Video folgen. Ich würde sagen, wir schauen uns als erstes allerdings mal den Item Shop an. Und heute haben wir den Schneesoldat wieder drin, den Schneemann-Skin. Hinten auch mit dem Schneemann-Backpack. Sieht ganz cool aus auf jeden Fall, der Skin. Dazu die Eiszapfen-Spitzhacke. Ist tatsächlich eine relativ coole Spitzhacke, wie ich finde. Dann haben wir noch den Bärchi-Skin. Hier in vier verschiedenen Stilen. Einmal mit Jacke, dann einmal mit schimmernden Augen und dann Jacke und dann eben halt nur Schimmer und ohne Jacke. Dazu gibt es dann die kleine Happen-Spitzhacke. Und als nächstes haben wir den Mani-Skin. Relativ unspektakulär. Dann haben wir den Cloaked Shadow wieder zurück. Ist ein relativ cooler Skin, finde ich, hier überall mit diesen Enden, die so im Dampf oder in diesem Rauch enden. Dann haben wir noch die Nachteule, den Zusammenreiß-Emote, dann die Arktis-Assassinen aus Season 1, ist auch relativ häufig im Shop drin. Dann haben wir noch den tiefen Depp. Und als letztes geschmeidige Moves. Ich habe mir den Emote zwar gekauft, aber mittlerweile gefällt ihn mir deutlich weniger. Vor allem, weil es ja zurzeit auch so ist, dass die meisten neuen Emotes blaue Emotes sind und die blauen Emotes sind meistens besser als die früheren epischen Emotes. Deshalb hätte ich euch dazu ja nicht geraten, es sei denn, ihr findet den Emote immer cool, könnt ihr ihn natürlich trotzdem kaufen. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.